Pech gehen, was im Wasser für so. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hoagie, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler, Vern. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Elson. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Oh, selber was zu machen, ja? Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal... zurück zum Tollhaus. Ja... Am Fenster musst du sein. Ja, hab ich zugemacht. Ja. Ja, willkommen zu der Tentakel. Sehr schön. Toller. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hoagie, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen herausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung.
Ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Erbauswahl ist klar. Erstellen. Banner und drei. Da wären. Doch der Controller. Kann jetzt halt wieder Controller. Gegen. App aus. Kann jetzt halt wieder. Gegen. Ta. App aus. Dann sein können. Der Modus. Das was möchte kaum nutzen. Okay. Ein gartenbaulicher Albtraum. Die fasse ich nicht an, die hat Stachel. Ich kann nicht durch das Schild im Fenster schauen. Laborassistent gesucht, fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Hallo, willkommen. So, was ist? Den alles? Auf Deutsch Eyeline hat. Es klebt am Boden fest. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Es scheint nicht aufzugehen. Besser nicht. Okay. Dann nicht. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ach, das. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt.
Oh, hi, hi, Wille. Nein. Alles klar. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Ja, tanzen. Was wird damals gespielt auf den... Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Der Safe ist geschlossen. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Nein, da bist du. Ist nichts zu holen, das ist da. Das war ein Kalender wahrscheinlich. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. So lange gespielt, nicht mehr weiß wie. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Münzschacht. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Münzschacht. Ich kaue kein Kaugummi, wo Fußabdrücke drauf sind. Hä? Die Frage stimmt doch nicht ganz. Besser nicht. Du bist mal wieder leise. Leiser als das. Mach laut. So. Ich hab das Spiel schon leiser gestellt, deswegen. Aber gut. Jetzt soll ich eigentlich besser hören, mich. Dann treffen hoch. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Okay, das hier. Treppen. Also nicht gucken. Mal da. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Ja, dann schon mal gucken. Mal kurz mal gucken auf die Lenkung, weil... Mal eben gucken, was war nochmal Laverne. Die wollte ich gerade mal auswählen. Ja, 1, 2, 3 habe ich gerade gemacht, egal. Zurück zum Spiel. Ich hoffe, es wird lauter ein bisschen. Geht noch nicht. Komm ich da? Kann ich den nehmen? Da komme ich nicht dran. Warum irgendwie was? Zettel? Nee. Besser nicht. Vielleicht draufsteigen. Dann kommen wir mal angucken. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Aber es ist lauter als meine Sprache. Ich habe extra das Mikro nicht so weit an meinen Mund gemacht, weil das, wenn ich es atme, das ist dann blöd. Ich habe da alles noch. Gut, da, das Schild habe ich. Da. Das Bild, ja, das Bild hier oben. Genau. Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Das sind Ronny 83. Sehr schöne Panther, die sind da sieht. Was? Ich hab kein Diashow an, oder? Ich will die Diashow nicht. Wieso ist doch mein Diashow eben noch. Ach, der hat gewechselt. Das ist das Problem. Ja, ich muss das ändern.
einen Fehler gemacht. Eine Einstellung. Und zwar bei Notkeys. Scheiße. Obwohl eigentlich nicht. Nee, die F-Tasten brauche ich ja nicht. Brechen. Okay. Tut mir leid. Ich habe Hotkey benutzt, einen gemacht und deswegen war es drauf gewesen. Ich sollte damit nicht rumspielen. Hallo. Vielleicht ist es gesichert. Ich will doch. Da komme ich nicht dran. Da bringt es nichts dran zu gehen. Da komme ich nicht durch. Da ist ein. So. Kann ich jetzt da durchgehen? Es ist schon kalt genug. Okay, bin ein Schild. So, Schild. Irgendwas steht. Ich will das machen. Bondet. Da oben. Bankruf besser machen. Nicht. Besser nicht. Ja. Besser nicht. Dann machen wir es halt. Schild hier unten. Das ist ja das Kaugummi da. Kein Kaugummi. So. Besser nicht. Ist schon lange her. Ah. Welcome back. Ach, Black. Ja, hast du mir meine Nachrichten bei Xbox 1 nicht gelesen? Letztes Mal bei Xbox One war ich gestern kurz gewesen, bei letztes Mal online gewesen. Jetzt gerade bin ich auch online, aber nicht ich, sondern meine Frau und mein Sohn guckt Fernsehen drüber. Heute habe ich auf Xbox drauf geguckt, leider. Und gestern war ich nur kurz drin für Wolf Among Us. Das heißt, ich habe noch nicht gelesen, leider. Tut mir leid, aber. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Wahrscheinlich ging es darum, was Fable mehr spielen wollte. Letztlich mal, weil das Fable gestreamt, glaube ich, gestern. Glaube ich nicht. Ich kann mich doch hören. Ende, kann ich nicht rausmachen. Weg mich. Ne? Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Nee, das ist. Wusste ich doch. Wir können ja bald mal wieder Fable. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ja, gerne. Ich bin oben. Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh! Nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Kannst du nicht. Sagtest du Bernhard? Linkskind. Party gehen. Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Klick. Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Popo Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Okay. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder! Sag ich doch, bei Sonnenwasser. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Allerdings natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Schon wieder ewig nicht auf Spielen. Weiß nicht, ob ich es zusammenkriege.
Jetzt muss ich sagen, damals an der Zeit 90? Das ist schon eine Menge. Gar nicht so weit, so gut. Passt kann. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Also, man kann... Schließlich ist er ein Doktor. Party. Es funktioniert! Ich kann es nicht glauben! Nee. Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Mal Ohrenarzt gehen. Oh, oh. Den kann ich noch nicht. Ja, das doch, da kann ich dann erinnern. Stimmt. Kann ich mich daran erinnern. Daran. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Schon ziehen, dann kann man ja Fable zusammen spielen. Dann kann man es weiter. Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Ja, glauben Leute immer, wir sollten miteinander. Leben Sie noch? Leuten reden. Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Lauten. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und? Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Er braucht die Pläne. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Kein Problem, mach mal so. So. Die Pläne. Daher kann es. Okay, so kommen wir auch da. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Glaube ich nicht. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Warnung! Matschmaschine 3000 nicht anfassen. Matsch. Ja, nicht die Brunnen spielen können, oder? Downfall. Juhu! Dann hab ich auch. Dr. Fred? Spiel, das Spiel spielt nur einer. Fischkopf. Von daher. Okay. Die
Pläne. Öffnen wir die Eis. Ist es wirklich? Sie ist ziemlich kalt. Es ist offen. Besser nicht. Ich benutze was. Also, logisch. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Besser nicht. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Ja, sehr schön. Toll. Wie? Ja, was mach ich? Guck mal. Hallo da oben. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Nein. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846 427 35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Es ist sinnlos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Hotel beenden. Ach du mal. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Ja.
Es scheint nicht aufzugehen. Es scheint nicht aufzugehen. Da komme ich von hier nicht dran. Grün! Naja. Bernhard! Was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja. Hey! Was gibt's, Bernhard? Du hast Dr. Fritz' Pläne für die Superbatterie nicht gesehen, oder? Doch. Nein, nur diese Pläne zur Weltübernahme von Purpur. Die Pläne von Fritz sind wahrscheinlich in seinem Labor oder Büro. Oder hängen hier. Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen. Also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Natürlich. Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Na dann, mach das mal. Provokative lyrische Inhalte? Lautstärke, Mann, Lautstärke. Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Natürlich. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Als B-Musiker. Wow, das ist laut. Es ist ziemlich klein. Das ist zu schwer für mich alleine. Nein, die Anlage würde kaputt gehen. Hui! So. Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Was ist noch da? Da sein, da oben. Ah, was ist da? Also was? Ich will die Welt nicht erobern. Die würden Hoagie gefallen. Dann wieder was ich an. Nein, die Anlage würde kaputt gehen.
Es geht nicht. Was? Es geht nicht. Es geht nicht. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Wow! Das ist laut! Hm? Genau das. Doch, ich weiß noch ein paar Sachen. Wo ist Dr. Fred? Sieht ziemlich schwer aus. Sieht ziemlich schwer aus. Seltsam. Muss er Madison sein? Denk nicht mal dran! Denk nicht mal dran! Etwas Seltsames passiert hier. Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Mensch, sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Professor im 2. Schuljahr. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ja. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, die sind meine einzigen Freunde. Platz. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... irgendetwas... passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ding. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausspannen. Ich will ausspannen. Ist schon okay, ich hab ja meine Briefmarken. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Wie geht's euch so?
Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad, aber was du sagst, klingt besser. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Nein, wenn der Mensch nicht klappt. Ist damals auch schon so gewesen? Guck auf Wahnsinn. Das muss ich kurz mal angucken. Ganz sicher. Das muss ich kurz mal angucken. Und der. Heißt. Ist das drin, war das Spiel? Ja. Mach ich das? Eine Sorge. Drauf ist? Ja. Das spielt. Pick up. Ich mach's vor das. Geht's halt. Pick up. Ja. So. Nein, ich weiß ja nicht. So. Dafür kann ich das ganze Spiel spielen. Dann. Er liest das Wall Street Journal. Mm-hmm.
Das ist schon auf. Es ist nicht ganz das Ritz. Ich will mich nicht überanstrengen. Ich will mich nicht überanstrengen. Ich will mich nicht überanstrengen. Das. Wow, ein Flaschenzug! Durch die Kombination von flexiblen Materialien und einem Rad kann man einen mechanischen Kraftvorteil bekommen. Nein, durch Umlenkung der Bewegung und Kraft. Geht nicht, das klemmt. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? Hört sich witzig an, aber ich habe zu tun. Hört sich witzig an, aber ich habe zu tun. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Eine primitive, aber nützliche Einrichtung, welche Verletzungen durch das Einatmen von giftigem Rauch verhindert. Besser nicht. Besser nicht. Nein. Ich würde. Geschlossen. Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Ja, ich weiß nicht. Schlüssel. Das ist lange her. Ein gartenbaulicher Albtraum. Ich hasse diesen Clown. Nicht mit meinen Fingernägeln. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier, auf dem Scherzartikelkongress!